kleine Einhörnchen, wir haben ja ein Kuchenvideo und weil der Kuchen jetzt eine Stunde da drin backen muss, dachten wir, machen wir doch einfach mal das Halloween-Tag. Deswegen gibt es heute das Halloween-Tag mit Lisa, aka der Klugscheißerin und Luke Fair. Oi. Hallo. Erste Frage. Was ist dein Lieblings-Halloween-Lied? Hast du mich gefragt? Ich frage alle. Allgemeinheit. Auch euch da draußen. Ich höre an Halloween eigentlich keine Musik. Was hört man denn da so? Ich würde sagen, der Monster Mash ist mein Lieblings-Halloween-Lied. Irgendwas Gruseliges, ja vielleicht Michael Jackson Thriller oder so? Monster Mash. Wie wär's damit? Ja, der Thriller geht auf jeden Fall, was sagst du? Wo kommt Monster Mash her? Bobby Pickett oder so heißt der. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen This is Halloween, ja. This is Halloween und es gibt einen Song aus Disneyland. Dieses Halloween-Lied von der Parade, ja. Ja, genau. Ja, das ist auch super. Uff, da, da. Was ist dein Lieblings-Horrorfilm? Oh, sowas gucke ich gar nicht. Ich bin in der falschen Sendung eingeladen. Eindeutig. Ich weiß nicht, alles, wo es irgendwie zu nah an die Nieren geht, das ist mir zu gruselig. Ist dir zu gruselig? Da schalte ich schon weg. Dito, ja, ich auch. Okay, ja. Horror, nee. Ich kann mir gut angucken, wenn jemand abgeschlachtet wird, aber sobald Geister und so vorkommen, dann kann ich nicht mehr abends ins Bett. Ja, ne? Was guckst du denn für Horrorfilme? Ich würde sagen, einer der gruseligsten, den ich je gesehen habe, ist The Grudge. Den fand ich schon sehr gruselig. Also wenn die da im Bett ist und die so im Bett erschreckt. Okay, was ist das Gruseligste, was dir je passiert ist? Also ich bin mal, also des Nachts, ja. Ja. Also das ist echt widerlich. Also ich finde es eklig. Als ich auf Toilette wollte, bin ich aufgestanden aus dem Bett und bin so über den Boden gelaufen, barfuß, im Dunkeln, im Sommer. Und plötzlich hat es so Flatsch gemacht. Und dann habe ich das Licht angemacht. Oh Gott, das ist so schrecklich. Und ich hatte so eine widerliche Spinne unter meinem Fuß gekleben und der Körper hat so Flatsch gemacht. Und der Körper war ungefähr so groß wie so ein Deckel von so einer Flasche. Und es war einfach nur so eklig. Ich finde so. Krass. Oh, ich habe sowas Ähnliches und zwar war ich mit meinem Hund auf dem Park und der rennt dann so rum und auf einmal verschwindet er so im Gebüsch, kommt wieder und hat irgendwas im Maul und feiert das voll und dann legt er mir das so hin, so ey, guck, was ich gefunden habe und dann war es ein Unterkiefer von irgendeinem Tier. Oh. Was? Ja, richtig gruselig. Oh, das war auch gruselig. Mein schlimmstes Erlebnis war vielleicht auch was mit einer Spinne. Da war ich bei uns im Garten und hinten haben wir so Rohre und da habe ich einfach an diesem Rohr da rumgefummelt, irgendein Wasserrohr halt. Und plötzlich kommt da auch so eine Spinne raus und läuft mir so über den Arm. Oh. Vampire oder Zombies? Vampire. Zombies. Schwierige Frage. Coole Vampire, dann ja. Du meinst nicht glitzernd in der Sonne? Genau, dann würde ich auch eher Vampire sagen. Was macht man mit glitzernden Vampiren in der Sonne? Man hängt sie mit so einem Haken durchs Genick auf vom Fenster, weil es so schön glitzert, dann hast du so eine Deko hängen. Edward vom Fenster. Edward-Glockenspiel. Wow. Warst du jemals in einem Gruselhaus, so Haunted House? In der Geisterbahn war ich, aber ich war nie in so einem richtigen, wie in Amerika, Haus, wo man durchläuft. Wie sieht das aus? Also das sind dann so ganze Häuser, die dann wie sie in so einem Freizeitpark halt super gruselig sind. Und ist man dann eingesperrt, muss Rätsel lösen und dann kommt man ins Nichtshaus? Nee, ich glaube, man läuft einfach durch und lässt sich erschrecken. Das wäre auch schlimmer. Man muss Rätsel lösen und dann kommt man ins Nichtshaus. Wie das mit dem Serienmörder, der eingefangen genommen hat, gibt's doch auch, ne? Was? Es gibt ja diese Szenarien, wo du dann eingesperrt bist und dann musst du irgendwie rauskommen. Ja, genau, so ein Quiz, ne? Ja, stimmt. So ein bisschen also, ich war mal irgendwie in der Geisterbahn, so, wo dann einer um die Ecke kommt und sowas, auch dann immer schon, wo man immer schon kreischt, ne? Aber das war auch so das Schlimmste, glaube ich. Ja. Ich war nur höchstens im Dungeon. Es gibt ja diverse Dungeon. Da war ich auch. Da waren wir auch zusammen. Stimmt, da waren wir zusammen, ja. Gruselige Puppen oder gruselige Clowns? Was man besser findet oder wovor man mehr Angst hat? Ich glaube, wovor man mehr Angst hat. Aber das finde ich krass. Ich habe das neulich gelesen, dass es dieses Phänomen gibt, dass total viele Menschen Angst vor Clowns haben. Ja, ich finde Clowns also auch gruselig. Ich finde Clowns überhaupt nicht gruselig. Ich kenne die so aus der Kindheit, der lustige Onkel mit der roten Nase, der mal was da rummacht. Ja. Ne? Der irgendwie Witze macht. Aber dass das gruselig sein soll? Ich finde das auch gruselig. Wenn man eine Phobie vor verkleideten Menschen hat, ist das sehr gruselig. Aber dann bist du auch bei Halloween falsch. Ich bin damals in Disneyland auch von Mickey Mouse weggerannt. Damals. Ist mittlerweile besser. Ich finde aber ansonsten finde ich aber Puppen gruseliger. Ich auch. Wenn so eine Puppe auf dem Regal sitzt und dann so sich so der Kopf dreht. Chucky! Chucky, die wird. Nee, ich finde Clowns irgendwie mit dieser Schminke und so finde ich irgendwie gruselig. Oh, da muss ich dir mal aus den Universal Studios den Horror-Zirkus zeigen. Da ist so ein bisschen Joker-mäßig ein Clown, der zersägt dann alle Leute und packt die Mixer Wenn ihr in einem Horrorfilm wärt, wie weit denkt ihr, würdet ihr kommen?
überlebenstechnisch. Ich kann nicht lange schnell rennen, ich wäre wahrscheinlich sofort tot. Nein, du musst drüber nachdenken, was für eine Person du bist. Als erstes sterben doch die dämlichen Leute. Ja, das stimmt. Aber der Film ist ja geplant, das heißt, man weiß ja, was passiert. Nein, rein hypothetisch. Hypothetisch. Also ich wäre direkt tot. Das erste Mal, wenn was um die Ecke kommt, hätte ich so einen Schock, der wäre schon daneben, glaube ich. Also ich würde Treppen vermeiden. Ich würde nicht sagen, bin gleich wieder da. Das soll ja helfen. Wieso Treppen vermeiden? Na, weil in Horrorfilmen, wenn dann der Mörder kommt, dann rennen die als erstes immer die Treppe hoch, ja, und dann sind sie oben gefangen. Ach, okay, verstehe. Ja, Treppe hoch immer blöd, Treppe runter okay. Ja. Aber da außer im Keller, auch. Das ist ja auch doof. Keller auch. Magst du lieber so Gore-Splatter-Filme oder mehr so Thrillers? Finde ich beides schlimm, aber dann, wenn ich mich entscheiden müsste, lieber psychisch als körperlich. Also ich finde so Sachen so schlimm, wo jemand gequält wird oder so, das kann ich mir überhaupt nicht angucken. Das ist ja, ja. Ich finde das immer, also irgendwann erreicht es halt immer den Grad, wo man denkt, das ist so unrealistisch, das kann ich jetzt nicht mehr ernst nehmen. Deswegen sehe ich dann lieber einen guten Thriller, muss ich sagen. Ich habe Angst vor psychischen Gedönse. Ich sehe lieber, wenn jemand Platsch macht. Ah. Wenn jemand abgeschlachtet wird. Hast du jemals Bloody Mary gespielt? Ist das nicht ein Cocktail? Auch, man muss sich vor den Spiegel stellen, nachts um 12, glaube ich, und dreimal Bloody Mary sagen und dann erscheint sie dir. So irgendwie Beetlejuice oder so. Ja, genau. Auch wenn man nichts getrunken hat, meinst du? Ja, auch wenn du keine Bloody Marys vorher getrunken hast. Okay, das habe ich noch nicht probiert, das werde ich mal machen. Nee, habe ich auch noch nicht Obwohl, gemacht. Bloody Mary ist auch gut, das wissen wir doch aus hier Deadbeat. Aus Deadbeat, stimmt. Natürlich. Bloody Mary ist eigentlich cool. Eigentlich ganz lieb. Ja, ganz hübsch auch. Ja. Geht ihr lieber auf eine Halloween-Party oder guckt ihr einen gruseligen Film? Dann lieber eine Party. Ja, ja. Party. Ja. Pumpkin Spice Latte oder heiße Schokolade? Also ich glaube, es gab ja sowas mal bei Starbucks, das war mir eben zu süß. Ah. Also dann glaube ich lieber Hot Chocolate, wobei ich bin da offen, müsste man mal probieren. Ich mag auch lieber Hot Chocolate. Ich auch. Als was verkleidest du dich an Halloween? Wenn ich es schaffe, Spinnenfrau, wenn nicht irgendwas vom letzten Jahr, vielleicht Peter Pan. Ich weiß leider noch gar nicht so genau, ob ich dieses Jahr Halloween feiere. Ich will jetzt nicht so uncool rüberkommen, aber letztes Jahr hatte ich so Zähne drin, die ziemlich widerlich waren. Das fand ich ziemlich witzig, diese widerlich großen Zähne, das fand ich ganz gut. Ich habe meine üblichen Notfallkostüme. Arthur Dent mit Handtuch und Bademantel oder Zylinder und Bart. Wie dekorierst du zu Halloween? Mit einem Kürbis natürlich und Laubblätter und Spinnengirlande. Ich finde auch Kürbis vor der Tür, der leuchtet. Ja. Vielleicht ein kleiner Kürbiskuchen in der Wohnung. Ich habe erstmal meinen großen Hintergrundscreen für meine Videos umgedreht. Der ist jetzt schwarz statt weiß. Oh. Und ich habe mir so ein Halloween-Plastik-Mickey-Maus-Ding aus Disneyland bestellt. Cool. Kühlt im Hintergrund. So, wir sind jetzt am Ende und schauen mal, was der Kuchen macht. Das Video verlinke ich euch jetzt da oben. Und zu den beiden Kanälen, wie ihr da hinkommt, steht unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt gerne natürlich in den Kommentaren auch das Halloween-Tag beantworten oder unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Bye. Happy Halloween. 'Sind deine Ohrringe auf? Ja, die leuchten. Wow, cool. Yeah. Die hast du aber nicht selber gemacht, oder? Die habe ich glorreich in einen Euroladen gekauft. Was?